Kika Life, Kika Life, Kika Life, Kika Life. Hallo zusammen zu Kika Live. Ich freue mich total, denn ich treffe heute einen der angesagtesten Musiker Deutschlands. Er schreibt wirklich einen Hit nach dem anderen und ist dazu noch ein richtiger Musikkenner. Deshalb werde ich ihn heute zu einem kleinen Songbattle herausfordern. Ich freue mich riesig auf das Musikgenie Mark Forster. Es gibt 194 Sender, ich will jedes davon sehen. Und seit du da bist, sind alle Lichter an. Ich freue mich auch. Lang, lang ist's her. Ja. Ich werde dich herausfordern zu einem Songbattle. Naja, du bist gut in sowas, ne? Ich bin richtig gut. Ich bin sowas eigentlich nicht so gut. Ja, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel. Aber wir sind jetzt hier heute in Köln beim WDR. Hier steht nämlich auch ein aktuelles Projekt von dir an. Was passiert hier genau? Ja, ist ja Geburtstag, der 50. Geburtstag von der Sendung mit der Maus. Und ich darf das Geburtstagslied singen. Der Hammer, oder? Das ist eine riesengroße Ehre. Wie geht man an so eine Sache ran? Weil ich finde, 50 Jahre, das ist halt richtig was Besonderes. Ja, Riesendruck. Also Riesendruck. Ne? Ich habe dann die Lösung gefunden darin, dass ich die Fragen zu der Sachgeschichte in einen Song verpackt habe. Wie, warum ist die Brezel braun? Wann schläft die Hausfliege? Wann fällt die Kokosnuss von der Palme? Immer wenn du drunter stehst. Meine Idee ist, man kann sich das Lied anhören, hört ganz viele Fragen und kann dann die Antworten sozusagen selber rausfinden. Wie wird die Brezel braun? Wie lädt das Handy auf? Wie alt ist unser Baum? Wo kann man Elefanten wiegen? Wann schläft die Hausfliege? Warum sind Mäuse so schlau? Ich frag ihn aus, ich will alles wissen, genau. Und so schnell gehen mir die Fragen. Die 132.229,5 Fragen. Du bist ja ein richtiger Musikkenner, ne? Das ist absolut korrekt. Ein absoluter Profi quasi. Das so könnte man mich nennen, eine Legende. Ja, in Sachen Musik. In Sachen Musik. So, Spiel läuft folgendermaßen ab. Wir haben beide Zettel. Ja. Du fängst an, ziehst einen Zettel, da steht ein Song drauf und ein Wort. Und du musst mir diesen Song performen, aber du darfst nur dieses eine Wort verwenden. Und ich muss es dann erraten. Grumbeere, Grumbeere, Grumbeere. Grumbeere, kenne ich natürlich, du als Pelzer auch. Ja, natürlich, das ist eine Kartoffel. Eine Kartoffel. Grumbeere, 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 Grumbeere. Das ist am Anfang mal gut, Hinweis. Grumbeere. Ah, warte. Grumbeere. Ja, ja. Ah, ich kenne den, ja. Grumbeere. Blinding Lights, The Weeknd. Ja! Aber warte mal, hab ich jetzt einen Punkt bekommen oder hast du jetzt einen Punkt bekommen? Weil eigentlich hab ich's ja... Stark performt. Ich habe ja geleistet. Ja, das stimmt. Mit mir gegeben. Okay. Okay. Ja. Döner, 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 Döner. Ich komme nicht drauf. Döner, 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 Döner. Come on jetzt. Döner, 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 Döner. Ja, das ist er. Döner, Döner. Dünner, ah, Dünner. Hier, Billie Eilish. Ja. Genau. Hab ich jetzt einen Punkt oder du? Jetzt haben wir beide einen Punkt. 1-1. Ja. So, jetzt nächster Song. Oh, ich bin richtig nicht warm. Okay. Kika Life, Kika Life, Kika, Kika Life, Kika Life, Kika Life, Kika Life, Kika Life, Kika, Kika Life, Kika. Kika Life, Kika Life, Kika Life, Kika Life, Kika Kika. Ja, Queen, we are the champion. Yes. Yes. Es hat aber lang gedauert. Sehr gut. Und jetzt haben wir automatisch auch schon unsere neue Titelmusik. So, bereit? Hubschrauber, 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 Hub, Hub.
Was ich an dem besonders mag, ist, dass es halt sofort irgendwie so eine Choreografie dazu gibt, ne? Hup, 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 Schrauber, hup, Schrauber, hup, Schrauber, hup, hup. Komm mal. Du musst mir verraten. Das heißt, dann krieg ich aber den Punkt, ne? Ja. Dance Monkey und sein Ei. Ah. Dance Monkey, Dance Monkey, Dance Monkey, Dance Monkey. Wäre ich im Leben, also hättest du mir jetzt nochmal mit Flugzeug auch machen können, wäre ich nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo du ihn kennst, sagst du schon, boah, richtig gut gemacht. Ja, das war schwach von mir, von dir war es top performt. Das heißt, du hast gewonnen. Ja, und der Gewinn von diesem Spiel ist ja, dass derjenige, der gewinnt, nur noch mit Musikgenie Jazz oder Musikgenie Mark, also in dem Fall Musikgenie Jazz. Jazz. Ja, vielleicht kannst du immer noch so einen kurzen Knicks einbauen. Das ja. Dankeschön. Ja, schön. Das mag ich sehr. Okay, sprechen wir über deine Musik. Oh ja, da gerne. Da bist du nämlich noch besser drin als in anderer Musik. Du hast bei dem Song Bist du okay ganz viele verschiedene Versionen gezeigt, rausgebracht. Wie bist du darauf gekommen? Ja, bei Bist du okay, finde ich, ist ja ein Sonderfall, weil ich den zusammen mit Weiß gemacht habe. Ja. Mit die ja tatsächlich eher so für so einen relativ harten, prolligen Dance-Sound stehen. Sagst du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa zählt? Bist du zu stolz und hast dich derzeit weggedreht? Ich kam zurück und hab von Weitem schon gesehen, dass du dich quälst. Sagst du okay? Und ich fand es geil und ich fand es wollte immer was mit den beiden machen. Und Bist du okay ist ja eigentlich ein ziemlich trauriges Lied und eigentlich ja auch eine Ballade. Mhm. Und das zu brechen mit diesem Weiß-Sound, das hat dann auf einmal komischerweise funktioniert. Und ich glaube aber, dass wenn man einen Song macht mit so einer Band wie Weiß, dass dann wirklich dieser Sound da so sehr, sehr weit vorne steht. Und durch die paar anderen Versionen wollte ich irgendwie zeigen, wie das Lied an sich auch anders klingen könnte. Bist du okay? Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen? Bist du zu stolz und hast dich derzeit weggedreht? Ich kam zurück und hab von Weitem schon gesehen, dass du dich quälst. Sag, bist du okay? Wenn ein Song in unterschiedlichen Versionen gut funktioniert, ja, dann ist es ein gutes Lied. Das stimmt. Und wie bist du auf den Song jetzt speziell gekommen? Es gibt jemanden in meinem Leben, um den ich mir Sorgen gemacht habe. Okay. Bei dem ich das Gefühl hatte, dem geht es wirklich nicht gut. Ja. Der ist ganz schön traurig oder sie und gesteht sich aber selber nicht ein. Und das finde ich das Gefährlichste. Und, deswegen habe ich das Lied geschrieben. Mhm. Und dich gibt es aber auch als Forsti. Ja. Da machst du Hip-Hop-Musik. Ja, stimmt. Ja, mit meinem Freund Dicker, mit dem Nashorn. Mit dem Nashorn. Oh. Und wir singen dabei oh, oh yeah, yeah, yeah. Hip-Hop wäre auch so ein Bereich für dich. Ja, selbstverständlich. Also wenn es mit dem Nashorn klappt, warum dann nicht irgendwie auch mit einem anderen Rapper? Und wenn du mal Tipps brauchst in Sachen Musik, weißt du, wen du fragen kannst? Musikgenie Jazz. So sieht's aus. Hip-Hop-technisch hast du auf jeden Fall die Cappy schon am Start, die du ja irgendwie immer trägst. Das ist so ein bisschen dein Markenzeichen auch, ne? Ja, würde ich mal behaupten. Ich habe mir überlegt, dass ihr zu Hause was gewinnen könnt. Und zwar werden wir zwei einfach Cappys gestalten, wenn du Bock hast. Wirklich? Ja. Ja, und gerne. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Okay? Sehr gerne. Soll der Hotifan pupsen oder kotzen? Pupsen ist immer gut. Nee, der darf kotzen, weil dann kannst du Kotzen da unten so verteilen. Nie, bist du eklig. Denk mal, dass jemand gewinnt. Ja, kann man erkennen. Wow. Ich finde es wirklich gut gelungen. Oh, süß, eine Maus. Ich glaube, das könnte so ein neuer Style werden. Wir können das ja mal ein paar Rappern anbieten oder so, weißt du? Das wär's. Cool, mega. Also, wenn ihr diese Unikate an Cappies haben möchtet, dann klickt euch mal rein auf kikalive.de. Ihr macht gerne mit. Ich drücke euch ganz fest die Daumen und viel Spaß damit. Was steht denn bei dir so als nächstes noch an, Marc? Ich lebe ja immer schon so ein bisschen in der Zukunft und darf das ja immer alles noch nicht so richtig verraten. Als nächstes kommt ein Lied auf jeden Fall. Oh, sehr gut. Für einen Musiker ist das sehr gut. Ja. Und ich arbeite an meinem Album. Das ist schon sehr weit. Ich habe es schon fertig geschrieben und produziere das jetzt fertig und überlege mir, wie das aussieht und so. Mhm. Und da kommt sehr, sehr bald was. Für dich stehen jetzt, glaube ich, noch Proben an für die große Show. Um 7:45 seht ihr nämlich die große Maus-Show in der ARD. Marc ist auch dabei, da gibt es die Premiere von deinem Maus-Song. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr und gerne. Morgen ist dann der ganze Tag der große Sendung mit der Maustag im Kika. Viel Spaß auch dabei. Das war Kika Live für heute mit Marc Foster und
Musikgenie Jazz. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.